Als ich die Lehre als Koch gemacht habe, hätte ich nie gedacht, dass ich mal in der Medizin lande. Zahnschiene statt Rührlöffel. Matthias Sonnleitner ist eigentlich gelernter Koch. Eigentlich, denn seinen Platz hinterm Herd hat er schon vor 13 Jahren aufgegeben. Nach seiner Lehre als Koch wagt er den großen Schritt in eine neue, für ihn komplett unbekannte Branche und wird kieferorthopädischer Assistent. Also der größte Unterschied zwischen der Kochlehre und dem hier ist klar der Stressfaktor. Küche laut, heiß, stressig. Hier bin ich im Büro, habe es relativ ruhig und relativ stressfrei. Natürlich haben wir auch Termine, an die wir uns halten müssen. Mir ist es aber so lieber, als wenn ich in der Küche schwitze und der Küchenchef schreit herum und die Kellner schreien herum. Und so kriege ich nur meine kleinen Aufgaben und arbeite die Stück für Stück ab. Die Möglichkeit eines Branchenwechsels verdankt der 34-Jährige nicht nur seinem Ehrgeiz, sondern auch dem Arbeitgeber. Während viele Unternehmen seit der Corona-Krise ums Überleben kämpfen, suchen andere händeringend nach Personal. Und dabei spielt die Vorerfahrung, genauso wie bei Matthias, keine Rolle, weiß seine Chefin. Wir nehmen Menschen auch aus anderen Berufen, weil es ist so speziell, was sie bei uns können müssen. Dass es mir einfach wichtiger ist, dass jemand interessiert ist, intelligent ist, engagiert ist, einen guten Charakter hat, Menschen mag und den Rest, den bringen wir ihm bei. Die Kieferorthopädin möchte jungen Menschen, ganz gleich aus welchem Bereich sie kommen, eine Zukunft in der Zahnmedizin ermöglichen. Durch die Pandemie verlieren tausende Menschen in Österreich ihren Job. Aktuelle Zahlen zeigen eine Arbeitslosigkeitsrate von rund 500.000. Eine Umschulung auf einen anderen, neuen Beruf, für viele unvorstellbar. Aber eine durchaus denkbare Idee, bestätigt uns auch das Arbeitsmarktservice Wien. Wenn es da nicht so gut ausschaut in der Branche, dann empfehlen wir jedenfalls auch eine Umschulung. Auch da ist ganz wichtig zu schauen, okay, wo werden momentan Personen gesucht. Und die Person bekommt für den Zeitraum der Umschulung vom AMS das Arbeitslosengeld und noch zusätzlich sogenannte Kursnebenkosten. Das sind sozusagen erhöhte Kosten, die durch die Schulung entstehen. Auch für Matthias war der Jobwechsel anfangs noch eine Herausforderung. Was komplett Neues zu lernen, ist natürlich immer ein bisschen Überwindung und nicht ganz so leicht, gerade in der Anfangsphase. Man bekommt das Wissen ja dann eh Step by Step zugeführt und ich fühle mich wohl und ich denke, man entwickelt sich weiter. Ich habe diverse Schulungen bekommen, dass ich mit dem Ganzen eben umgehen kann und Stillstand ist nie gut, deswegen Weiterbildung. Ja, also im Grunde jetzt, während der Corona-Krise, bin ich froh, einen Job zu haben und bin auch froh, dass die Medizin gebraucht wird. Somit bleibt uns der Job und die Patienten erhalten. Sie freuen sich und wir freuen uns. Matthias hat den Schritt in eine neue Branche gewagt und gewonnen. Jetzt hat er nicht nur einen neuen Beruf, sondern auch eine Berufung. Und das Kochen, das bleibt künftig wohl eher sein Hobby.